bam, 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 bam. Alteisen. Fröhlich! Fröhlich sind das nicht die aus Sims 1? Das sind doch die aus Sims 1, oder? Fröhlich. Das sind doch die, das ist doch die, das ist doch die totale Familie von Sims 1, oder? Rosengarten, Lagerbund, Ottomas, Alter, so viel, das ist 7 Sims, ey. Nee, du Antonini, Wandervogel, Picasso, Spaßbremse. Neumann. Oder war Neumann die Familie, oder? Nee, keine Ahnung. Nee, ach doch, Neulinge. Genau, Neulinge hießen die, ne? Also, das ist doch Motherload, oder? Kann sein. Motherload war der Sheet, mit dem du die Geld schicken konntest. Der, ich glaube, der funktioniert auch in Sims 3, wenn man es täuscht. Raymas, Kreimas, wie auch immer. Gacht. Hätte ich gar nicht. Und wir haben einfach eine eigene Familie. Guck mal an, wie das. Das ist einfach mein 800x600 Bild. Das passt gar nicht überall rein, ey. Lustig. Ding. Einfach die Musik, die ist so toll in Sims 2 noch. Und in Sims 3 ist die einfach so bleich und die prägt sich nicht ein. Und oh, das fand ich so schade, dass das Soundtrack von Sims 3 abgesehen von der Main Theme einfach so total kacke ist. Wie wollen wir uns denn nennen? Machen wir ein paar Namensvorschläge, Leute. Also, Semikolon nehmen wir es bestimmt nicht. Dach nehmen wir es bestimmt nicht. Oh, ich liebe die Musik von dem Spiel. Aber wenn es, glaube ich, ein Twitch-Gruber. So was. Twitch-Gruber. So. Also erstmal mich. Nein, danke, nein. So sieht ja ganz bestimmt nicht aus. Nein. Glaube. Glaube, klein. Männlich auf jeden Fall ein Erwachsener. Bitte. Ja, doch so. Ich bin fett. Ja, das bin ich. Ungefähr so bin ich. Das trifft es eigentlich schon ziemlich, ja. Ja, das haben wir vielleicht noch eine passendere Frisur. Ich werde es irgendwie nicht so großartig rumdoktern, weil das kann ich einfach nicht. Die ist einfach, ich wollte mir ein bisschen hinten legen. Das könnte ich wieder unten hinten hinhängen, aber scheiß drauf. Die Fresse, ja. Die Zufallsgenerierten Sims. Ich habe aber nicht so lange Haare, glaube ich. Nee, oder? Nee, ich habe nicht so lange Haare. Das passt nicht. Seht ihr mal, wie ich aus. Na, ist bestimmt nicht. So ja, doch, das trifft's. Das trifft so ziemlich. So sieht meine Frisur auch aus. So genau sieht meine Frisur auch aus. Ich bin natürlich nicht so. Ne? So ein ganzes Gesicht ungefähr treffen. Ja, ich bin ja ein bisschen. So extrem ist es auch nicht ungefähr. Ich habe eigentlich so eine derbe Nase. Warum kann man den da nicht drehen? Warum kann man ihn nur so drehen? Das ist so doof. Nase ein bisschen. Auf den Schild ein bisschen achten. Was ist das? Breite Länge. Pinocchio-Nase, Alter. Damals konntest du ja noch so richtig derbe, hässliche Sims machen. Du konntest zum Beispiel die Augen hier so. Aber immer so eine. Wenn man so Manga-Augen machen. Wenn man so Manga-Augen machen. Nee, du, das lass mal. Das darf mal schön bleiben. Die Augen sind so in Ordnung, glaube ich. Für mich eigentlich gefällt er mir so. Das sieht so nicht ganz so aus wie ich. Ich brauche noch ein Bart. Aber ich habe. Ja doch, das passt. Das passt. So sehe ich aus ungefähr, Leute. In den Augen, ja, genial. Also, so ungefähr sehe ich aus, muss ich sagen. Also, die Augen sind mir noch ein bisschen groß, glaube ich. Die gefallen mir noch nicht so richtig. Die sind mir noch zu groß. Nein, nicht das. Die Größe. Nicht zu klein. Ja, doch, so ungefähr. So passt es. Ja, doch, noch ein bisschen klein, oder? Ah, die Schieberegler damals. Und den Sims hier muss überall hinklicken und ziehen. Das ist so nervig. Oh, okay. Also so sieht ungefähr aus. Dürfte man sich so ungefähr vorstellen. So, eigentlich so dünne Backen, aber naja. Make-up. Oh ja. Gay.
Also ich habe natürlich keine Lippenstift, also lass mal das mal bleiben. Ich habe auch eben kein Make-up, deswegen. Ich habe auch eine Brille. Und zwar habe ich. Nö, die ist zu abgefahren. Oh, ein Brille abgesetzt, das ist nicht so gut eigentlich. Und ist voll beschlagen. Scheiße. Und so wie die mit selbstgemachten Lasagne meines Bruders. Lecker, lecker. Und er war Mahlzeit. Um die Ortszeit. Ja, um die Uhrzeit noch Lasagne. Ah, die Brille habe ich. Die Brille. Die Brille habe ich. So ungefähr. Ja, genau. Mit sogar die. Auch sogar dieselbe Bügelfarbe. Das ist gut. Die Brille habe ich. Genau die Brille. Also natürlich nicht so. Kann man nicht noch irgendwie. Ja, das ist einfach nur die Bügelfarbe. Haben wir nicht noch mit einem. Nee, nein, also die Brille habe ich nur mit einem breiteren Gestell noch. Also, wenn ich irgendwann mal eine Facecam habe, seht ihr das dann sowieso. Also, ich will unbedingt einfach eine Facecam mehr anschaffen. Ja, und guten Appetit, mir, ne? Bis uns mein Klein. Ja, ich bin ja auch Bürokaufmann. Bürokaufmann bin ich. Und nochmals danke. So, gut. Kleidung. Ich gesagt, nehme ich immer gerne. Naja, das sieht irgendwie. Warum hängt das so beschissen an? Na, ich habe jetzt natürlich keine AdWords oder so installiert. Ich hätte auch schon gerne was so wirklich. So, das sieht nicht schlecht aus. Also ist so solche Sachen mag ich irgendwie solche Einzüge. Das gefällt mir. Abgesehen von der Scheißhose, nee, die ist nicht so. Ich mach mal anders. Das sagt der Shit. Gelernter Bürokaufmann. Jupp. Ich bin gelernter Bürokaufmann. Das ist ja heutzutage, Was sind das für beschissene Oberteile, ey? Alter. Hat man nicht irgendwie was Businessmäßiges oder so? Die Hose gefällt mir nicht, aber der Anzug gefällt mir. Hat so seine Vorteile, einen Koch als Bruder zu haben, aber auch viele Nachteile. Nee. Nee. Das sieht nicht schön aus. Wenn das. Alter, also, dieser Krankenaufschlag, der gehört mir nicht. Das ist aber irgendwie zu. Das sieht kurz seltsam aus, Mensch. Das ist irgendwie. Weißt du was? Ich glaube, ich muss nämlich den hier von. Nein, nicht das. Mach mal so ein. Ja, so ein. Ja, bauchfrei muss nicht unbedingt sein. Ich kann die Hose noch verändern. Hose. Nicht unbedingt bauchfrei eigentlich. Ich laufe nicht gerne bauchfrei rum. Alter, das ist so kacke in der Kamera gerade. Dass sie echt so beschissen ist. Ja, ne. Oh ja, doch. Die Stiefel sind nicht so. Das vielleicht. Ah ja, doch, so laufe ich meistens auch rum. In so einem ähnlichen. Auf ersten Blick würde ich sagen, du hast Ähnlichkeit mit mir. Echt? Du brauchst noch Tattoos an dem Arm. Ich bin kein. Ich bin eigentlich nicht so der Tattoo-Freund. Mein Freund, also, ne, Muster hat Tattoos. Stimmt, und ein Bart. Einen Bart habe ich doch. Hier, guck. Da, ich habe Bartstoppeln, habe ich. Ich habe keinen richtigen Bart. Ich habe eigentlich so, wenn ich ihn wachsen lassen würde, hätte ich einen richtigen Bart, aber ich stehe nicht so drauf. Wenn du einen Mann hast, es ist ja kein Geheimnis, dass ich einen Freund habe und dann einen Freund hast, der Bart hat, küsst den mal. Viel Spaß. Sehr, sehr, viel, viel Spaß. Also, so. Abendkleidung. Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, ja, sowas hier, so ein Anzug, wenn jetzt schlecht. Da laufe ich mal gerne rum. Sieht halt edel aus. Oh, so Streifenmuster. Ach, das sieht beschissen aus. Aber das ist okay. Das sind länger die Stoppeln in der West. Asorio! Unterwäsche. Unterwäsche muss natürlich sein, weil es total männlich ist. Wo haben wir es? Haben wir nicht irgendwas? Ah, hier. Und zwar total männliche Unterwäsche. Nehmen wir. Hallo, du sollst. Nee, das nicht. Nimm mal das. Da kommt ein schöner Schwabbelbauch zur Geltung und enges. Darf ich das auf Twitch zeigen? Naja, man kann sich doch fast eine Vollbart nennen, was ich habe, oder? Ich glaube schon.
wird auch ungefähr so versuchen, dich aus dem Geiste erstmal nachzubauen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Wenn nicht, muss ich mir ein Bild nebenbei aufmalen oder so. Wir haben doch ein Skype, haben wir doch von dir ein Bild, oder? Hast du das? No, ja, haben wir doch. So, dann machen wir das folgendermaßen. Mache ich das eben reinzoomen? Nö. So, dann ist zwar ein bisschen älteres Bild, glaube ich, von dir, aber es passt ungefähr. So. Dann hast du mal meinen Bruder gesehen, der hat einen Vollbart. So. Ah, Unterwäsche, Schlafanzug. Muss auf jeden Fall. Haben wir irgendwo einen Nacktschlafanzug? Ja, hier. Aber naja, immer mal. So rötlich. Rot ist mein Lieblingsfarbe übrigens. Badebekleidung. Haben wir doch schon wieder die knappen Dinger hier. Habe ich jetzt gerne so. Haben wir nicht pink? Schade, nee, haben wir halt rot. Aber guckt euch mal den. Alter, guckt euch mal den Knackarsch an, ey. Guckt euch mal den Arsch an, ey. Knackarsch, ey. Boah, der ist ein Knackarsch, ey. Oh Gott, mein Skype ist ja uralt. Ja, muss aber einigermaßen von heute noch. So viel verändert hast du dich eigentlich gar nicht. So, voll der Knackarsch hier. Gerade ist mit dem Bauchfeinding noch ein, mit den knappen Shorts, ey. Haben sie gleich nicht als Twitch gebannt, wenn jetzt jemand sieht. Sportkleidung, ne? Nehmen wir denn da nicht? Sagen wir mir. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Winterkleidung, Outdoorkleidung. Mit einem schönen Schal hier so. So hier, das gefällt mir. Der ist. Ja, was ist das denn? Ach, Kollektionen. Achso, okay. So, Ziel. Wenn ich auf meinen Charakter gehen würde, würde ich sagen, Familie eher nicht. Sondern eher Laufbahn. Wissen eigentlich auch nicht so, weil ich nicht so intelligent, irgendwie klug bin. Spaß? Nee. Würde ich eher Ruhm sagen. Ich bin zwar nicht geldgeil, aber das ist schwierig. Die eigenen Charakter auf die Sims-Laufbahn. Weil Romantik bin ich nicht romantisch veranlagt. Ich bin auch nicht. Achso, das ist eigentlich auch am rechten Arm ein Tattoo. Noch nicht. So ein neues Bild gemacht bei Skype. Ach da! Ja, guck dir. Voll anzüglich, ey. Ah, machst du noch eins oder wie? Auf jeden Fall. Also, es ist schwierig, die Laufbahn. Rum spiele ich am liebsten, ehrlich gesagt, weil das ist am einfachsten. Da musst du einfach nur Geld scheffeln wie wild. Wissen spiele ich auch gerne, aber wissensbegierig bin ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich würde sagen, da ich RPGs gerne als Loot mitnehme und so weiter und sehr geldgeil bin in RPGs, würde Rum eigentlich eher mein Spielstil am besten passen. Auch so. Da kann man eigentlich so ein bisschen auf einen Charakter schießen. Oben. Von daher. So, ich bin vage. Das passt. Ich bin zwar nicht extrovertiert. Okay, das ist. Ich bin sehr faul, ja, das stimmt. Ich bin so mittelmäßig. Ja, eher so. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ich bin ein bisschen. Ja, verspielt kann man es auch sagen. Ich bin sehr nett. Ich bin aber auch eigentlich nicht so extrovertiert, aber. Obwohl, wenn man, würdet ihr mich denn einschätzen vom Charakter her, Leute, wenn ihr mich so kennt? Findest mein neues Skype anzüglich? Ich würde sagen, ja. Da werden die Damen, Sternchen, 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 Sternchen im Schlüpper. Einfach mal zensiert. Ich hab's jetzt eigentlich ausgestellt. Warum macht das Twitch? Ich hab's ausgestellt, Mensch. Wie würdet ihr mich denn einschätzen? Also vom Charakter her. Eher extrovertiert oder schüchtern und nett und mürrisch. Also nett bin ich ja. Also eigentlich würde ich glaube, muss damit eher sagen, dass ich mürrisch bin. Ich bin nämlich auch eigentlich. Ich bin ein Mensch, das weiß ich selber, der braucht zwar seine Freunde, aber nicht immer so um sich rum. Und wenn die mir auf den Nerv gehen, dann bin ich auch mal mürrisch. Dann bin ich auch mal sehr, sehr. Dann gehen die auch gerne mal auf die Nerven, ehrlich gesagt. Das ist so. Ist bei mir einfach so. Und extra, ich bin im Internet bin ich sehr extrovertiert. Ich habe nicht so ein Problem, neue Kontakte zu knüpfen. Im Real Life ist es dagegen, da bin ich gerne mal zurückhaltend und halte mich zurück und studiere die Leute erstmal gerne, bevor ich mich denen öffne. Und bin da eher so, ja, wie ich sagen. Ja, halt so derjenige, der halt erstmal die Leute kennenlernen möchte, bevor ich mich denen öffne.
Und ja,